Rekordbesuch bei den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern. 1000 Zuschauer, darunter die halbe Lizenzspielermannschaft auf dem Nebenplatz des Stadions Betzenberg. Tennisspielerin Silke Meier, die gerade den Sprung unter die ersten 100 in der Computerrangliste geschafft hat, interessierte sich für die Arbeit von Vater Reinhard, dem Trainer der FCK-Amateure. In der ersten Halbzeit gab das Ambiente fast mehr her als das Spiel. Kaum Torszenen, wenig Tempo, wenig Temperament. Ein Spiel geprägt von Sachlichkeit und Sicherheitsdenken auf beiden Seiten. Ungefährdet hinten, ungefährlich vorne brachten sich beide Mannschaften über die ersten 45 Minuten. Ein Angriff der Wormser. Kurz vor der Pause setzte Worms Trainer Überle einen Akzent. Er wechselte den zuletzt gesperrten Helmut Wagner ein, Nummer 14, von dem in der zweiten Halbzeit mehr Impulse ausgehen sollten. Zum Pausentee ging Kaiserslauterns Torwart Serr trotz schmierigen Spielbodens mit sauberer Hose und sauberem Sweater. Er hatte nicht einen schweren Ball zu halten gehabt. Nach dem Seitenwechsel wachten die Wormser, zu erkennen in den roten Trikots und den weißen Hosen, endlich auf. Klotz mit der Nummer 8 und Torwart Serr vor dem heranstürmenden Uwe Ecke. Weiter die Wormatia mit Wagner, dessen Hereinnahme sich bezahlt machte. Und Ehrmann-Stellvertreter Serr stellt seine Klasse unter Beweis. Der Tabellenführer machte jetzt Druck und erspielte sich ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten. Schlösser mit der Nummer 11, früher selbst einmal bei den FCK-Amateuren. Und Nathmann vergibt die bis dahin größte Chance. Der Wormser Anhang kritisch mit der eigenen Mannschaft, wie zu hören war. Wieder Wagner und Karp, einer der starken Wormser Abwehrspieler. Er flankt von der Torauslinie zurück. Nathmann mit dem Rücken zum 1:0 für die Wormatia. Torwart Serr und Verteidiger Engel hatten sich gegenseitig behindert. Gespielt war eine gute Stunde. Die Führung der Wormser längst verdient. Wagner wieder. Noch einmal Nathmann, der ein drittes Mal ungedeckt zum Kopfball kommt. Dann die 75. Minute. Engel für Kaiserslautern. Jürgen Molnar gegen Steinmetz. Und Lele gegen Klotz setzt sich durch, 1:1, eine Viertelstunde vor Schluss. Der überraschende Ausgleichstreffer, überraschend deshalb, weil die Wormatia in der zweiten Halbzeit stark überlegen war. Dann Freistoß Worms, dazu die Stimme aus dem Publikum. Das gibt eh nichts, hatte der Wormatia-Anhänger gemeint, als Walfried Günthers Flachschuss schon unterwegs war. 2:1 für Worms. Dieser Siegtreffer in der Wiederholung. Die Wormatia gewann, ohne voll überzeugt zu haben. Doch Meister wird nur der, der auch seine mittelmäßigen Spiele gewinnen kann. Und jetzt die übrigen Ergebnisse der Fußball-Oberliga Südwest. Eintracht Kreuznach, FSV Saarwellingen 0:0. Eintracht Trier, FSV Mainz 3:3. SV Leiben, FK Pirmasens 2:1. VfL Hamm, SC Birkenfeld 1:1. Südwest Ludwigshafen, Borussia Neunkirchen 2:4, ASC Dudweiler, Hassia Bingen 0:3, SV Elversberg, SV Überherrn 1:1, FK Klausen, SV Edenkoben 1:1 und wie gesehen, 1. FC Kaiserslautern Amateure, Wormatia Worms 1:2. In der Tabelle schlagen sich die Ergebnisse folgendermaßen nieder. Worms ist jetzt Tabellenführer, es folgen Hamm und Trier, im Mittelfeld auf Platz 9 Bingen. Und am Tabellenende der 1. FC Kaiserslautern vor dem SV Elversberg und dem SV Edenkoben.